Telekommunikationsunternehmen in der EU sollen Internetnutzer künftig gleich behandeln. Nach den Plänen der Brüsseler Kommission zur sogenannten Netzneutralität sollen Anschlüsse nicht gedrosselt oder blockiert werden, auch wenn Kunden viel im Internet surfen. Erst ab einem hohen Datenverbrauch soll es künftig teurer werden. Für was können Kunden das Mobilfunknetz und ihre Flatrate nutzen? Darüber gab es immer wieder Diskussionen. Ein Gesetzesvorschlag der EU-Kommission soll das jetzt klären. Es geht um die Frage der sogenannten Netzneutralität. Werden alle Daten im Internet gleich behandelt? Kommissarin Nelly Kroes will den Netzbetreibern Vorgaben machen. No blocking, no throttling. Kein Blockieren und kein Drosseln. Man muss garantieren, dass das Netz Qualität hat. Punkt 2. Es soll dann darüber hinaus die Möglichkeit geben, ein besseres Angebot zu bekommen, wenn man mehr zahlt. Die Deutsche Telekom hatte im Mai eine hitzige Debatte über Netzneutralität ausgelöst, mit Geschwindigkeitsbremsen ab bestimmten Datenmengen. Das eigene TV-Angebot wollte das Unternehmen davon ausnehmen. Wen schützen die neuen Pläne der EU-Kommission? Nicht die Verbraucher, heißt es bei den Grünen im EU-Parlament. Also die Kommissarin streut mit ihrem Verordnungsvorschlag den Menschen Sand in die Augen. Denn am Ende werden nicht die Nutzerinnen ein neutrales Netz vor sich finden, sondern die großen Unternehmen werden für viel Geld die Filetstücke des Internets erhalten. Mit dem neuen Gesetzespaket für einen einheitlichen Telekommunikationsmarkt befassen sich jetzt EU-Parlament und die Mitgliedstaaten. Es geht hier um komplexe und grundlegende Fragen des Internet. Was ist Netzneutralität? Was ist ein freies und offenes Netz? EU-Kommissarin Kroes und ihre Kritiker haben da offensichtlich ganz unterschiedliche Definitionen. Über dieses Gesetzespaket wird sicher noch viel gestritten.